Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Männerlords in Nussflur. Ja, wie ihr seht, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was gemacht für diejenigen, die nicht dabei waren. Aber so viel ist es auch noch nicht gewesen. Wir stehen kurz davor, im dritten Jahr zu sein vor der Ernte. Mal gucken, wie das wird. Guck mal. Ich mein neues Schäfchen. Sehr schön. Und zack, das Rennen weg. Da hinten und von... Ach du Scheiße, wo ist der denn gelaufen? Der holt das Vieh. Die laufen da wirklich hin. Okay, krass. Also der ist da angelatscht und gibt jetzt Querfeld ein mit meinem Schaf. Okay, cool. Das ist cool. Wir machen es mal auf Pause. Und jagen den hier mit rein, dass wir vielleicht mal endlich mehr Brennholz bekommen. Jetzt geht's los. Ich habe 8 Erste bekommen. Scheiße, das ist ja gar nichts. Thank you.
Wenigstens Weizen haben wir ein bisschen mehr bekommen. Als beim letzten Mal. Auch das war auch nicht gut ist. Weil nicht viel. Gemeinschaftsofen, ja. Wir brauchen aber die Malzerei. Die Matzerei. Die kriegt jetzt Arbeit. Ja, der dürfte. Okay. Los geht's. Mit dem bauen wir die ersten Holzteile. Mehr, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 6, 10. Dann so. Du Scheiße, liegt da richtig viel Zeug rum. Leute, hol das Zeug ab. Hä? Bedürfnis noch nicht erfüllt. Dem mal kurz ist das Bild. Kleidung, Kleidung, Stoff. Hä? Ist doch. Muss ich das jetzt verstehen? Na, okay, das. Die haben sich das immer von da hinten geholt, deswegen wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ich muss mir das nochmal hinbauen. Thank you.
Hölle gemacht. Sehr schön. Saisonarbeiter sind da raus. Die dürfen jetzt wieder anderer Tätigkeiten nachkommen. So, wo steht eigentlich Bier dabei? Wieso habe ich keinen mehr übrig? Jetzt habe ich wieder einen übrig. Hä? Ist jemand gestorben? Es kann natürlich sein, dass wir hier weggezogen sind. Wegen Zufriedenheit und so. Was sind denn nicht erfüllt? Brennstoff. Du bist zu weit weg. Hier ist Brennstoffholz und da ist Lebensmittel. Was will ich denn noch machen? Das ist ein Entzugsbereich vielleicht? Vegetables so fresh, you'll swear they was picked this very morning.
Jetzt hab ich's mal. Das ist manchmal ein bisschen komisch, aber egal. Seit 3 Monaten nichts mehr. So, hier sind die Lager leer. Schafzucht. Der macht Mehl. Und der macht Brot. Wie sieht es mit unserem Mehl aus? Wie viel haben wir davon? Okay, das heißt ein bisschen was. Malz haben wir gar nichts mehr. Und Gerste wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ich habe jetzt das ganze Malz schon geholt. Er hat 6 Bier hast du rausgemacht. Du Scheiße, das muss ich gar nicht. Das ist ja echt gar nicht so. Egal. So, dann können wir die dazu machen. Weil wir müssen die ja nicht da drin lassen. Wenn da eh nichts geht. Alles nur Mädels. Haben wir keine männlichen gekauft? Lass mich raten, die können sich wahrscheinlich nicht mal vermehren. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, immerhin. Das geht nach oben wieder. Ach, der baut jetzt Schilder. Ah. Okay. Schilder baut er jetzt. Das ist cool. So, das bauen wir mal aus. Würde ich sagen, bauen wir uns mal ein Eisenvorkommen.
Leute laufen die nicht gern so weit. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es halt nicht. Aber das ist nicht jetzt. Das bin in der nächsten Folge dann. So, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und euch bis dahin eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gunrock. Bye, bye. Sieht das nicht schön aus?